So einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Wir sind wieder dabei. Saarbrücken ist noch dabei. Es sind noch knapp 14 Spieltage und dann ist die Saison schon rum. Momentan sind wir auf Platz 10. Schauen wir mal, ob wir noch was reißen, ob wir eventuell noch aufsteigen, etc., das Stadion ausbauen und so weiter und so fort. Wir haben ja angefangen, die Parkplätze zu machen. Das lief ja eigentlich recht flott. Wenn ich jetzt ins Umfeld schaue, was ich gerade mal tue, da hatte ich ja noch die Straße angefangen auszubauen. Die Straße ist wohl auch noch dabei. Und es dauert noch 6 Wochen, bis die Straße schön fertig ist. Und dann können wir da auch mit mehr Zuschauern rechnen. Momentan spielen wir jetzt gleich gegen Meppen. Ich habe immer noch keine Idee, was es im Endeffekt ist, warum ich so wenig Zuschauer habe. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich im Endeffekt auf Platz 10 bin. Gegen Meppen haben wir das letzte Mal unentschieden gespielt. 1-1 ist es ausgegangen. Naja. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir nehmen gegen Meppen diesmal wieder die 4-5-1-Formation, weil wir im Endeffekt genug Leute haben, die das reißen können. Zack, 4-5-1 passt. Lutz im Sturm, sehr schön. Und dann schauen wir mal, was geht. Ah, jetzt habe ich den neuen Jugendspieler vergessen aufzustellen, aber das kriegen wir hin. So, wir spielen auf Sieg. Oder unentschieden. Na, ah, wir spielen auf Sieg. Sieg gegen Meppen, das wär's. 1-1. Lutz hat das Ausgleichstor gemacht. Villinger und Rupsamen haben im Endeffekt Meppen in Führung geschossen. Dietz und Hudek eine gelbe Karte. 2-2 durch Lutz, unser Torschützenkönig der vierten Liga. Wir werden mal schauen, was geht. Hudek und ja, Hudek wurde ausgetauscht. Der Jegarzewski kam rein. Dann Geben verletzt, Geben geht raus. Detas kommt rein und wir spielen auch hier wieder ein Unentschieden. Langsam wird es langweilig. Wir haben 48.355 Einnahmen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nein, ich schaue jetzt nicht in der ersten Liga, wie es Bremen geht. Wir sind immer noch auf Platz 10 mit 27. Langsam müssen wir was tun. Wir müssen nämlich ein paar Tore schießen bzw. gewinnen. Naja, irgendwas werden wir da schon hinzaubern. Einfach weiter. Wir spielen jetzt auswärts. Okay, das kann man so lassen. Oder ich würde sagen, hier, der hat allgemein ein bisschen mehr Kondition, bräuchte der hier. Ja, passt. Schauen wir mal, was geht. Jetzt gibt es erstmal ein Qualifikationsspiel für die EM 2016. Wir spielen ein Spiel gegen einen unserer unbeliebteren Gegner. So. Was heißt unbeliebt? Ich meine, die Spiele sind eigentlich immer ganz nett, wenn wir gegen Nordirland spielen. Aber naja, wir haben auch schon mal gegen Nordirland verloren. So ist es nicht. Wir spielen mit Boateng, Lahm und Hummels in der Verteidigung. Neuer im Tor. Götze, Draxler, Reus und Bender im Mittelfeld. Volland, Müller und Schürrle im Dreiersturm. Naja, warum auch nicht? So, Müller macht das 1 zu 0. Nein, Lahm war's. Entschuldigung, Müller hat eine gelbe Karte gekriegt. Eieieiei. 2 zu 0 durch Draxler. Sehr schön. Von dem hat man lange nichts mehr gehört. Oder er ist irgendwie, ja, was soll ich sagen? Wenn man im Rampenlicht steht, hört man viel von jemandem. Und wenn man nicht im Rampenlicht steht, wie sagt man dazu? Mir fällt es gerade gar nicht ein. Im Endeffekt egal, wir sind noch Gruppenerster hier in Deutschland. Das 21. Ligaspiel der Saison. Wir klicken auf Weiter und jetzt habe ich schon wieder vergessen zu schauen. Na, ist egal. Gut, schauen wir das nächste Mal. 104 zu 101. Was soll ich tun? Ich lasse jetzt diesmal den Co-Trainer nochmal entscheiden. Er hat ja auch schon Spiele für uns gewonnen. Wir nehmen jetzt mal wieder die beste Elf. Kann ja nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit verlieren. So, gegen den 99 Wacker 90. Naja, normaler Einsatz. Normalen Einsatz sind wir auch schon oft gut gefahren, weil die Spieler beweisen konnten, ja, dass sie auch normal gut drauf sind. Muss ja nicht immer alles aggressiv abgehen. Ja. Der Breitner, aber nicht der Paul. Und nochmal der Breitner. Jetzt wird es langsam lästig. Okay. Ich weiß gar nicht, was für ein Platz war denn eigentlich Wacker 09. Naja. 2 zu 1 durch Taylor. Das heißt, der Anschluss ist geschafft. Leute, Jungs, auf geht's. Ach, 3-1. Ich glaube, ich steige ab. 4-1. 4-2. So muss das sein. Sundi hat es noch gemacht mit der Vorlage von Taylor. Ja. Naja, hat ja keiner gesagt, dass es ein Zuckerschlecken wird. Aber es kann noch alles passieren. Ich glaube, das sage ich am 34. Spieltag dann auch nochmal. Jetzt sind wir einen Platz abgerutscht. Wir sind auf 27.
Ja, so ist das. Lutz Felix ist übrigens immer noch Torschützenkönig mit 15. Langsam wird es eng da oben. Wir sollten mal gucken, dass wir was reißen. Schauen wir mal. AM-Cup, Amateur-Cup sind wir nicht dabei. DFB-Pokal sind wir auch nicht dabei. Das ist Viertelfinale. Wer spielt eigentlich im Viertelfinale? Naja, im Endeffekt erstmal egal. Und dann schauen wir gleich mal, wer hier oder was hier wieder die Hand sagt. Sprich mit der Hand oder wie was sagst der Hand? Wir gucken mal. Aha, mein Konto ist überzogen. Naja, ist, glaube ich, ganz normal, wenn man nichts einnimmt. Aber naja, ich glaube, ich muss noch mal einen Spieler verkaufen, jetzt dann demnächst. Merchandising, Sponsoren. Naja, wir werden sehen. Zwickau auf Platz 8, wir auf 11. Schauen wir mal. Zwickau hat 97. Also, wenn ich das jetzt nicht verliere, dann trete ich als Trainer zurück. Was macht der Co-Trainer, wenn ich ihm jetzt frage? Er stellt bestimmt eine 3-5-2er-Formation auf. Ich will aber die 4-4-2. Muss auch funktionieren. Und dann nehmen wir die beste 11. Was ist mit meinem Lenhof Mark? Darf er spielen? Darf er nicht spielen? Wir nehmen ihn mal mit für Krapan. Mein neues Jugendtalent mit 5 Sternen. Schauen wir mal. Vielleicht darf er auch spielen, wenn wir dann führen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Kohle. In der Kohle haben wir ja eigentlich nicht. Das heißt, wir müssen gar nicht Kohle, sondern wir müssen eigentlich mal gewinnen. Gewinnen wäre mal so schön. Haben wir schon lange nicht mehr. So, schafft er und Lutz die gelbe Karte in der 12. und in der 15. Minute. Und schon zack, bumm, schießen die anderen das Tor. Mand ist verletzt, mal wieder. Ich glaube, Mand werde ich mal demnächst verkaufen. Wir wechseln Fiesler ein. Jawohl, das ist gut so. Fiesler kann was. So, erste Halbzeit. 1 zu 1 durch Sückler. Sehr schön. Auf geht's, komm. Geht noch was. 2 zu 1 durch Kiefer. Vorlage Lutz. Ah, 2-2. Komm, die letzten 15 Minuten darf mein Neuer spielen. Und zwar spielt er für, ja, Schafter. Und wir gucken mal, Wegener kommt für Taylor. Vielleicht reißt er noch was. Ich kann es mir gut vorstellen. Ja, Siegprämie ist nicht. Komm, mach das Tor. Nicht der Gegner. Wir wollen das Tor machen. Schade, dass ich nicht sehe, wer jetzt im Endeffekt hier geschlafen hat in der Verteidigung. Aber wir haben wieder mal verloren. 47.000 sind die Einnahmen aus dem ja, Stadionerlös, Eintrittspreise etc. Aber jetzt will ich doch mal gucken, wie Bremen und Hamburg gespielt haben. Bremen hat mal wieder verloren. Hamburg hat wieder mal unentschieden. Bayern hat gewonnen und Dortmund hat gewonnen. Ei, 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 ei. So, was macht das tabellarisch gesehen? Ich gucke bei mir gar nicht. Zwölfter, Hauptsache nicht absteigen. Bayern erster, Schalke zweiter, dritter ist Dortmund. Hamburg ist jetzt wieder auf den 9. und Bremen am 15. Anfangs der Saison hat es ja mal ähnlich ausgesehen. 14, 15. Sind ja auch nicht mehr viele Spieltage. Sind noch genau 4 an der Zahl. Saarbrücken jetzt gegen die weiche Flensburg. Das hatten wir, glaube ich, letztens gewonnen. Ich habe noch den Mand Arne einen Tag verletzt. Okay, soll mir auch recht sein. Ich muss mir echt überlegen, was ich tue. Kann ich jetzt nochmal hier schauen, wie es mit den Eintrittspreisen ist, beziehungsweise Stadionausbau, will ich mal gucken. So, was haben wir denn hier Schönes? Süd. Süd ist immer gut. So, Art der Plätze, Sitzplatz, Dach, VIP. So viel habe ich, ja. Und ich habe mich immer gewundert. Warum kommen keine Leute? Weil ich keine Ahnung habe. Nein, ich weiß es wirklich nicht, warum keine Leute kommen. Aber es muss mal irgendwann was passieren. So, nein, das geht alles nicht. Ich habe ja nicht genug Geld. Kredit, nein, nicht in dieser Saison. Jetzt fange ich schon an zu gähnen, weil es so langweilig ist, immer zu verlieren. Wir haben den EU-Cup. Wir haben jetzt das 23. Ligaspiel. 25 oder so mache ich. Schauen wir mal. So, ich kann wirklich nicht viel machen. Ich kann Leute rausschmeißen, ja, aber das bringt ja nichts. So, 94, da haben wir 2-1 gewonnen im Hinspiel. Wir gucken einfach mal. Wir gucken. Der Co-Trainer darf wieder. Diesmal nehmen wir wieder die jüngste 11, wenigsten Spiele nehmen wir mal. So, da haben wir Meierhöfer, Rupp und Kunert, Schäfer. Komm, ich mach's einfach. Im Endeffekt, ja, ich will ja mit Rotation spielen, die sollen ja alle was davon haben. Diesmal spielen wir wieder dagegenhalten und wieder. Genau dasselbe Prinzip. Vielleicht geht ja was. 97,5 müsste eigentlich mal was funktionieren. 1 zu 0 nach 20 Minuten hat nichts zu heißen. Minute 60 wechsle ich aus.
Ich glaube, es war nicht so gut, die jüngste Elf einzuwechseln. Aber naja, vielleicht passiert ja noch was. Taylor hat es gemacht. 2 zu 2, Lutz. So, und jetzt schauen wir mal. Lehnhoff nochmal rein. 5, 6 wechseln wir. Na, oder diesmal nicht Lehnhoff. Diesmal bleibst du auf der Bank. Zundi kommt rein. Zundi für Sauter. Jawohl. Rohacker kommt für Wallisch. Und dann kommt noch der. Wen nehmen wir denn noch? Den Döringer nehmen wir rein. Und der Döringer spielt. Nein, nicht der Döringer. Sorry, wir nehmen den Schäfer, weil der hat ja 8,4. Und der wird den Meierhöfer ersetzen. Und ich hoffe, Jungs, dass ihr da jetzt noch was macht, beziehungsweise dass ihr es über die Bühne bringt. Bitte, bitte, bitte. Jawohl, das war Cornels. Und dann gibt es noch eine gelbe für Wegner. Jawohl, wir haben 3-2 gewonnen. Das ist doch mal schön. Das heißt, es gibt wieder 3 Punkte aufs Konto nach 3 Spielen, die wir nicht gewinnen konnten. Naja, passiert ja auch mal, ne? Wir sind dadurch 13. mit 27 Punkten. Ja, die Luft nach oben wird eng. 38 Punkte brauchen wir auf den Relegationsplatz. Lutz ist immer noch Torschützenkönig. Alles wunderbar. Wir bleiben weiter auf unserem Kurs. 27.000 Euro haben wir nur. Das ist nicht viel. Aber da müssen wir dann gleich nach der Saison was verkaufen. Verkaufen ist immer gut. Aber ich habe echt null Stadionauslastung. Kann mir das einer mal erklären? Ich werde einfach mal, ich glaube, die Stadionpreise noch mal ein bisschen höher legen, weil dann geht was. Da geht was, ich weiß es. So, Champions League, Achtelfinale, EU-Cup und dann das 24. Ligaspiel 10 Tage vor Ende. Ich könnte mir ja auch Kredit holen, ne? Aber wer will das schon? Also ich will noch keinen, ich bin ja noch nicht wirklich im Minus. Aber Leute, was kann es sein, dass ich kein Geld verdiene mit meinem Stadion? Kann es sein, dass der Weg einfach nicht gegeben ist? Und ja, dass ich deswegen im Endeffekt nichts kriege. Nein, Stadion neu bauen wollen wir auf keinen Fall. Aber wir gucken nochmal bei den Eintrittspreisen rein. 60% Auslastung, 30%. Hier haben wir Plätze, aber geht nichts. Geht nichts. Sitzplatz für 10 Euro. Hallo? Die wollen mich doch veräppeln. Das waren jetzt internationale Preise. Also im Endeffekt ist ja eh wurscht, kommt ja eh keiner. So. 7, 7, 10. So, ich meine, irgendwann muss ja mal jemand kommen. Kann ja nicht sein, dass hier die ganze Zeit Ebbe ist. Aber schon lustig, wenn man mit einer vierten Liga anfängt. Man könnte hier die ganze Zeit fluchen. Ich meine, ihr kennt das sicherlich. Vielleicht kommen ja jetzt mal ein paar Leute. Wir haben das letzte Spiel gewonnen. Jetzt geht's gegen Oberhausen. Unser stärkster Spieler ist immer noch der Mandy. So, jetzt machen wir mal was ganz Krankes. Wir spielen mal 5-4-1. Habe ich noch nie gespielt. Ich weiß noch gar nicht mal, was Saarbrücken sonst immer spielt. Ich glaube, die spielen mit einer Viererkette. Aber naja. Komm, 5-4-1 haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Spielen alle möglichen Leute mit. Genau. Und zwar hier im Sturm der Lutz muss sein. Zundi vorne, genau. Mandt, Kiefer, Sökler. Ich meine, sie sind ja alle gar nicht mal so schwach. Der Krapan jetzt mal auf links. Der Amin auf rechts, Hahn auf links und Schafter wieder auf rechts mit 8-9. Der Mandy ist, ja, fast schon Libero-Position. Schön wär's, ja. Libero gibt's heutzutage auch nicht mehr. So, und jetzt geht was. Jetzt machen wir mal hier an, nicht immer dieses elendige 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-0. 3-0 wäre geil. Aber ich sehe ja schwarz wieder. Lutz hat eine Chance gehabt, Jensen beim Gegner. 31 Minuten, 36, 38, 40. Erste Halbzeit 0-0. Naja, ich sage jetzt mal nicht, dass es gut aussieht, aber es sieht auch nicht schlecht aus. Und dann zack, bumm, ist es auch schon passiert. Oh. So, voller Einsatz, Leute. Zeigt mal, was ihr könnt. Wir können nicht die ganze Zeit verlieren. Wir wollen nicht absteigen. Wir sind die stärkere Mannschaft, schon immer. Und bumm, 2-1 verloren. Wer hat's gemacht? Lutz hat Vorlage und Hahn hat das Tor gemacht. Ich werde verrückt. Nix geht. Nix geht. Wie war die Auslastung? Wir sind jetzt kurz vor Abstieg. Naja, fünfte Liga habe ich auch noch nie gespielt. Warum nicht? Das heißt, Klassenerhalt. Normalerweise schmeißt man jetzt den Trainer raus, holt sich einen, naja, ich sag's lieber nicht, aber ihr wisst, was ich meine. HSV hat es auch gemacht. Irgendwann Trainer geschmissen, Jahre später kommt der Trainer wieder zurück. Und er hat immer noch 1 Million Ablöse bekommen vom HSV damals. Naja, so ist das Leben. So, nochmal EM 2016 Quali. EM 2016 in Spanien.
Und wir schauen mal, gegen wen geht's? Gegen Gibraltar. Das, also im echten Spielen würde ich sagen, so 8, 9-0. Aber hier geht es mal 2-0 aus oder so. So, Bender verletzt, Bender geht und Khedira kommt für Bender. 50 Minuten rum, 1-0 durch Mario Götze, 2-0 durch Volland, 3-0 Schürrle. Dann geht Gattuso raus und Portello kommt. Ein Stürmer. Warum wechselt man? Ja gut, warum wechselt man einen Stürmer ein, wenn man 3-0 hinten liegt? Man ist klar, weil man Tore erzielen will. Aber naja, wir sind noch Erster mit 13 Punkten, 11 zu 2 Toren. Das ist eigentlich schon ja, sehr realistisch. Der Luda hat mal Ungarn trainiert. Ist schon lange, lange her. Was macht der Luda eigentlich jetzt? Würde mich auch mal interessieren. Ich glaube nicht viel. So, den 25. nehmen wir noch mit. Und vielleicht geht ja mal was. Wir reißen irgendwann die Mauer ab, wollte ich sagen. Nein, natürlich nicht. Wir werden jetzt gewinnen. So, lieber Co-Trainer. 5-4-1 hat nicht geholfen. Dann nehmen wir jetzt mal die 5-3-2. Es muss doch irgendeine Formation geben, die meinen Jungs gefällt. Ich weiß, ihr werdet sagen, wow, der klickt nur hin, der klickt nur her, der kriegt nichts auf dem Appel. Ja, aber was willst du mit einem Viertligisten auf dem Appel kriegen, wenn du kein Geld hast? Spieler verschenken kann ich nicht. Und naja, man muss erstmal gewinnen, bevor man sich was kaufen kann. Sieht aber nicht so aus, als ob ich was gewinnen würde. 101 und gegen 103, was die Stärke angeht. Und wir kriegen nichts geschissen. Das ist ja fast wie im echten Leben. 1-1 durch Taylor, vielen Dank. Sögler hat die Vorlage gemacht. So, Schmidt daneben. Und jetzt komm, 1, 2, 3, drin das Ding. Wieder mal 1-1. Schmidt hatte noch eine Chance in der 90. Da haben wir ja eigentlich Glück gehabt, oder? Wir haben 1.175 Euro eingenommen. Wow, dafür kann ich mir jetzt was kaufen. Wir sind jetzt wieder 14. Also wir spielen jetzt mehr oder weniger gegen den Abstieg. Das heißt, wir spielen für den Klassenerhalt. Was anderes kann ich gar nicht sagen. Es sind noch knapp, ach, ich weiß gar nicht wie viel, 7 Spieltage, 8 Spieltage. Naja, wir sind eigentlich Bremen der vierten Liga, wenn man jetzt von dem Spiel ausgeht. Ich mag Bremen, ich mag Dortmund, aber mein Verein ist der TSV 1860 München. So Leute, es muss was passieren. Und wir kriegen die Sitzplätze nicht voll. Entweder regnet es die ganze Zeit in Saarbrücken, weil Sitzdach 29, VIP 60, kann doch nicht sein. Und insgesamt 7,66% Auslastung. Gut, wenn ich jetzt Tabellenerster wäre, würde ich sagen, ja, da wäre das Stadion voll. Und zwar rappelvoll. Ich habe 100.000 Miese. Leute, 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 wir müssen irgendwas tun. Naja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, das Let's Play könnte noch ganz lustig werden. Ich könnte ja auch ein paar Leute rausschmeißen und dann mal gucken. Naja, wie gesagt, jetzt lassen wir den Trainer wieder machen. Der Trainer weiß schon, was er tut. Zack, zack. Naja, 3-5-2 wie immer. Ich glaube, der Trainer, der macht nichts anderes als 3-5-2. So, und gegen den müssen wir gewinnen, gegen den Gaslada SC. Hört sich Goslar. Ich habe Gaslada gelesen. 1, ich hasse das. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3. Ei, ei, also Kondition und Moral und oder Kondition und Frische haben sie ja eigentlich alle. Nur die Tore schießt keiner bei mir. Und das ist die Frage, warum es passiert. Ja, ich hab's gewusst. 3 zu 2 für den Gegner und es gibt eine gelb-rote Karte für Roaker. Was willst du da noch machen, ne? Das heißt, wir nehmen einen Stürmer raus und machen Folgendes. Wir holen den Fiesler, machen den Taylor raus, weil der Lutz hat ja schon 2 Tore gemacht. Und genau so spielen wir jetzt. Schade, dass ich hier nicht rüberschieben kann, aber ich denke mal, die wissen schon, was ich will. Zack. Voller Einsatz. Auf geht's, Jungs. 3-3. Ist immer lustig. Immer wenn ich in die Auswechslung gehe, macht's dann zack, bumm, dann steht's auf einmal unentschieden. Wir haben sogar eine Chance mehr als der andere. Eieieiei, wieder ein Punkt nur. Was soll ich tun? Schreibt mir Tipps in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was ihr machen würdet. So. Der Lutz Felix, ne? Wenigstens wird er vielleicht noch Torschützenkönig. Ich glaube ja nicht dran. Nehmen wir das nächste noch mit? Ich glaube ja, wir nehmen noch mit. Fernsehgelder. Warum gibt es keine Fernsehgelder in der vierten Liga? Genau, weil die Spiele keiner sehen will. Da geht man live ins Stadion, zahlt 10 Euro Eintritt und dann passt das. Kommen den 27. Frank the Tank. Heute wurden Umfeldarbeiten im Bereich Straße fertiggestellt. Okay, jetzt können die Zuschauer kommen. Jetzt rennen sie uns die Bude ein. Und wir spielen sogar zu Hause gegen die Sportfreunde Lotte. Die sind auf dem 6. Wir sind auf dem 14. Ey Leute, jetzt geht was. Ich hab's im Urin. Jetzt geht was. Wir werden das Ding rocken. So, was haben wir denn noch hier? Wer ist denn eigentlich Tabellenerster bei uns? Ich gucke nie, wer Erster ist.
Also momentan Viktoria Köln und Eintracht Trier steigen auf. Ja, die Trierer sind ja gar nicht mal so schlecht. So, 98 haben die anderen. Beste Elf. Der Rohracker ist gesperrt. Okay, wer spielt für den Rohracker? Der Fiesler. Okay. So, vollen Einsatz machen wir nicht. Nein, 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 nein. Wir spielen dagegenhalten. Dagegenhalten ist immer gut. So, und jetzt machen wir mal hier Sieg mit 2 Toren Unterschied. Vielleicht bringt das ja was. Ich meine, das ist ja nur Rumgeklicke im Endeffekt, ne? Ich weiß eh, was passiert. Sportfreunde Lotte schießen das erste Tor. Nein, doch nicht. Mandy war es. Jawohl. Mandy. Und dann steht schon wieder 1-1. Weißenfels hat ausgeglichen. Und jetzt führen die auch noch. Schmidt war es. 2-2. Lutz Fiesler 3-2. Komm, weiter so. Noch ein Tor. Taylor, jawohl. Das nenne ich Motivation. Wir haben 4-2 gegen die Sportfreunde Lotte gewonnen. Mandy hat noch eine Chance gehabt. Fiesler vorbereitet. Taylor macht das Ding rein. Kiefer vorbereitet. Wieder Fieser. Eieiei. Ich sag mal Fiesler, dabei heißt er ja Fieser. So, und 49.000. Naja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt mehr haben, aber wir werden es gleich sehen. 25.000 Heimspielsponsor und Siegprämie Hauptsponsor auch 24. Ich glaube, so geht's. Immer hier schön mit 2, 3 Toren Unterschied. Wir sind immer noch auf dem 14. mit 32. Das heißt, unsere Konkurrenz hat auch nicht geschlafen. Der Lutz Felix mit 19 immer noch dabei. Komm, eins machen wir noch, bevor ich hier aufhöre wieder. Eins geht noch. 28. Ich könnte ja eigentlich auch die Saison schnell fertig spielen und dann, naja, aber dann ist ja wieder die Zeit so schnell rumgegangen. Ist ja kurz vor 12. Naja, naja, naja. Viertelfinale im EU-Cup. Champions League war, glaube ich, schon Halbfinale, keine Ahnung. Und der 28. Spieltag, wen erwischen wir? Elversberg auf dem 7. Okay, Elversberg hat 106. Oh. Also, lieber Co-Trainer, rein theoretisch müsstest du jetzt auf Verteidigung setzen. Was machst du? 3-5-2. Ich hab's irgendwie geahnt. Aber ich glaube, wir lassen das mal so. Hat ja gerade geholfen. So, dagegen halten ist auch okay. Mein 106, hallo, können wir eigentlich nur verlieren. Aber das ist Derby. Und Derby heißt, es wäre schön, wenn wir gewinnen. Mandy eine Chance. Nico eine Chance. Owen eine Chance. 40 Minuten rum, erste Halbzeit 0 zu 0. Wir führen knapp nach der ersten Halbzeit. Zögler hat es gemacht. Mandt hat die Vorlage geschossen. So, und jetzt nicht verzagen. Einfach schön weiterspielen. Es sind noch 10 Minuten. Wenn wir das Derby gewinnen würden, wäre es geil. Ich glaube ja nicht dran. Huhu, wir haben das Derby gewonnen. Feisthammel kam noch für Zubkov und Schisse hat eine gelbe Karte gesehen. Yes, das Derby gewonnen. So muss das sein. So muss das sein. Ich laber die ganze Zeit. Ich könnte ja eigentlich mal ruhig sein. Jetzt sind wir schon 12. Ich fange schon wieder an zu träumen, aber ich glaube nicht. Aber Klassenerhalt könnte noch drin sein. Das kriegen wir hin. Und dann schmeißen wir ein paar Leute raus die nächste Saison. Es ist schon geil. Mein 17-jähriger Verteidiger mit eben so viel Sternen, hat aber 5, 6, ist halt ein großes Talent. Naja, schauen wir mal, was dann noch passiert. 29. Spieltag. Komm, bis zum 30. machen wir noch. Und dann ist Schluss. Weil da haben wir schon wieder über eine halbe Stunde jetzt verbraucht. Muss ja nicht sein, oder? Zack. Die zwei nehmen wir noch mit. Wieder ein Heimspiel. Das heißt, jetzt haben wir 2 Spiele in Folge mal gewonnen. Das heißt, wir könnten jetzt echt mal ein bisschen, ja, nochmal gewinnen. Vielleicht werden die Stehplätze dann voll. Das lassen wir alles so, wie es ist. Und jetzt machen wir wieder Sieg mit 2 Toren Unterschied. Das hat vorhin auch so schön gewirkt. Obwohl es, wie gesagt, nur Klickerei ist. Aber vielleicht hebt es ja die Moral, die Motivation oder was auch immer. So, vorhin kurz nach der Halbzeit das 1 zu 0 gemacht durch Zögler. Jetzt haben wir einen Verletzten. Wer ist verletzt? Zundi. Na gut, den kann man ersetzen. Dann kommt halt der Fieser. Warum hat der, ich dachte, der Wilsch hat 6,9. Nein, er hat 8,9 natürlich. So, wir lassen die 3-5-2er Formation. Könnte ich ja auch mal machen. Während dem ganzen Ding einfach mal die Formation ändern. So, die haben eine gelb-rote Karte kassiert. Das ist eigentlich schon krass, oder? 3-5-2, gehen wir mal auf 3-4-3. Und dann schauen wir mal, was passiert. Dann holen wir noch den Wegner rein für den Rohracker. Der ist ja eh noch recht schwach nach seiner Verletzung. So, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Und wir setzen noch einen drauf. Wir spielen aggressiv. Schauen wir mal, vielleicht geht das. 1-1, jawohl. Ja, wieder ein Unentschieden. Immerhin nach Rückstand noch das Unentschieden. Das Unentschieden geholt, sehr schön. 59.790, habe ich jetzt mehr Zuschauer?
Ich weiß es nicht. Hätte ich Geld, würde ich weiter ausbauen. Wir sind wieder, ja, immer noch wieder auf Platz 12. Gut, wir sind dem Klassenerhalt einen Schritt näher. Gegen wem spielen wir als nächstes? Wir spielen als nächstes dann gegen Waldhof Mannheim. Das nehmen wir noch mit, genau. 5 Tage ist der Zundi verletzt. Wir haben hier wieder die Hand, wahrscheinlich eben ein verletzter Spieler. Jawohl, war mir bewusst. So, haben wir denn endlich mal hier was voll? Nö. Aber wir haben 80% VIP, Sitzplatzdach. Ich glaube, wenn das irgendwie auf 100% geht, dann kommen die anderen auch dazu. Sitzplatzdach 39,11. Naja, so kann man damit leben. 78.450. Ich habe ja gesagt, den nehmen wir noch mit den 30., bevor wir dann das nächste Mal eben den 4. machen. So, gegen wen geht's? Habe ich gesagt, Mannheim war es genau. Mannheim. Na, nachher schauen wir mal, was die erste Liga und die zweite Liga gemacht hat. So, das haben wir verloren, das letzte Spiel gegen Waldhof Mannheim. Das heißt, lieber Co-Trainer, schau, dass du was draus machst. Er spielt wieder 3-5-2. Ja, von der Formation, würde ich sagen, kann man wieder mal lassen. Wir können ja nachher nochmal umstellen. So, den nehmen wir nochmal raus. Weiter. Wieder mit 2 Toren Unterschied. Eh wurscht. So, 20 Minuten rum, 21. Ne, wir dümpeln da rum. Erster Platz, jawohl. 1-1. Es war mir ja irgendwie so klar. Komm, Lutz, mach noch ein Tor. Dann wechseln wir. So, wir machen das Gleiche, was wir vorhin gemacht haben. 73. Minute, es steht 1:1. Wir gehen wieder auf eine, ja, gehen wir wieder auf eine 3-4-3 zurück. Machen dasselbe, was wir vorhin gemacht haben. Wegner kommt rein für Roaker. Und, ja. Soll ich noch oder soll ich nicht? Ich glaube, ich lasse so, oder? Ja, ich lasse so. Und wir spielen wieder aggressive. Vielleicht geht ja was. Zack. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, Leute. Naja, es kann so, kann passieren. Waldhof mag uns nicht. Aber wieder 52.000. Wie sieht es in der ersten Liga aus? Dortmund gewinnt 4:1 gegen Bremen. Ich glaube, Bremen steigt ab. Hamburg ist mit 1:6 gegen Bayern München. Müsste ich eigentlich mal ausdrucken und Steve Krömer schicken. Ich glaube, der wird sich da köstlich drüber amüsieren. Aber ich glaube nicht über die Tabellensituation in diesem, also nicht in der vierten Liga, aber hier zum Beispiel, wenn ich mir das anschaue. Das ist blamabel. Ich glaube, da wird sich Freund Pape freuen. Pape wird sich darüber freuen und naja, Hamburg auf 8. Schade, schade, schade. Dortmund aber auf 2 mit 70. Das heißt, da kann Dortmund sogar noch Meister werden. Es sind noch 4 Spieltage. So eng soll es mal in echt sein. Komm, den nächsten nehmen wir auch noch mit. Ich kann gar nicht anders. Ich will nur in der Liga bleiben. Trainer kann weitermachen. Jawohl. So, haben wir immer noch den Verletzten und wieder Minus. Wir verkaufen nichts. Ne? Mein Konto ist überzogen, weiß ich. Es müssen noch Merchandise-Artikel verkauft werden. Ja, dann macht das doch. Aber Merchandise, ach, gekauft werden. Ja, ich sag bloß, sie sind jetzt alle weg. Kann doch gar nicht sein, oder? Ich hab doch noch. Ich hab doch noch. Dann verkauf doch. Wenn ich hab, würde ich sagen, verkauf. 31. Spieltag. Und die nächsten, ja, das nächste Mal haben wir dann die Saison rum. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann werden Spieler verkauft. Einkaufen ist wohl wirklich nicht, außer man holt sich was aus der 6. oder so. Naja, mal gucken. So, er spielt wieder 3-5-2, als ob ich es gewusst hätte. Bam, so, jetzt macht mal ein paar Tore, Leute. Dafür seid ihr da, dafür kriegt ihr kein Geld. Oder ziemlich wenig, wenn man so will. Der Beck, der Beck. Der Fuchs, der Fuchs. So kann es nicht weitergehen. So, wechseln wir. Was macht der Lutz da hinten? Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. So, Lutz kommt hier hin. Taylor wechseln wir aus und holen den Kripan rein. Sieht dann gut aus. Mandy Kiefer, da können wir gleich nachher nochmal hantieren. So, wir machen jetzt mal vollen Einsatz und das vor der ersten Halbzeit. Bam, es muss was passieren, Leute. Hacken, faulen, whatever. Mir wurscht, ich will gewinnen.
So. Wird nichts bringen, aber egal. 2-0 verloren. 2-0 verloren. Soll ich weitermachen oder soll ich aufhören? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich würde sagen, wir haben es ja gesagt, wir machen die nächsten 4 Spieltage dann oder die nächsten, letzten 3 Spieltage der vierten Liga dann beim nächsten. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir den Klassenerhalt schaffen. Alle haben 36 Punkte, wir haben nur ein besseres Torverhältnis. Das heißt, ja, der Abstieg könnte noch passieren. Momentan steigen auf Eintracht Trier, Viktoria Köln und Carl Zeiss Jena würde in der Relegation spielen gegen, wenn ich das richtig sehe, Hansa Rostock. In der zweiten bzw. dritten steigen auf Rot-Weiß Erfurt, Arminia Bielefeld und SVW in Wiesbaden. Wien Wiesbaden würde dann die Relegation gegen Darmstadt spielen. Lautern, Nürnberg und 60 steigen, wenn es so bleibt, in die erste Liga auf. Sieht aber auch noch recht knapp aus. Das wäre ja geil. 60 in der ersten Liga. Ich wünsche es euch, Jungs. Und wer spielt Relegation? Das wäre dann 60 gegen Bremen, oder? Ne, gegen Köln sogar. Huiuiui. Und Bayern, Schalke, Dortmund. Eieiei. Jetzt sind die Bayern auf einmal wieder abgezogen. Das heißt, es ist fast wie im echten Leben. Die Bayern werden Meister. Ui, 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 ui. So, 14. Wir spielen jetzt nochmal gegen Trier. Aber das machen wir, wie gesagt, das nächste Mal. Ich würde sagen, vielen Dank. Für euch am Mikro war der Frank, aka, ja, Frank the Tank. Wir hören und sehen uns das nächste Mal. Und drückt mir die Daumen, dass ich den Klassenerhalt schaffe, dass ich dann die nächste Saison ein bisschen was machen kann. Ich denke, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich sage jetzt nicht, wir kriegen das noch hin. Alles ist möglich, weil dem ist hier nicht so in der vierten Liga. Ciao, ciao.